Wenn wir das haben, können wir da zum Uhrenturm, wahrscheinlich die Uhr läuten, dann kommen wir, keine Ahnung, in die Apokalypsen-Version von Silent Hill und können durch die Tür. Vielleicht. Könnte das ein Plan sein? Es ist auf jeden Fall ein Plan. Und ich denke mal, hinter der Tür könnte uns Endgegner erwarten, oder? Sieht halt so aus, also ja, nach Boss-Tür. Also wenn ich ein Boss wäre, würde ich mich nicht hinter dieser Tür verstecken. Oder, na gut, die verstecken sich ja nicht, die warten. Die warten einfach bloß. Ich glaube, die andere Richtung hätte vielleicht auch einfacher sein können, aber solange keine Gegner hier sind, ist das ja egal. Da hast du wohl recht. Also hätte kürzer sein können, die andere Richtung. Meine ich natürlich. Du kennst ja mittlerweile in- und auswendig aus, ich bin so... Hast du keinen Plan? Nee, ich habe keinen Plan. So, wir sind jetzt im Musikraum. Der hat eine Ahnung, hat er. Ja, ich... Oh, gucke mal. Was denn? Klavier ist offen. Klavier ist offen. Vielleicht weil wir die Katze halt irgendwie... Vielleicht. Auf einigen Tasten ist Blut. Bedeutet das etwas? Soll das Klavier überprüft werden? Ja. Mach mal Überprüfung. So, wir können jetzt irgendwas spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, was? Hat das Blut eine Bedeutung? Hat das keine Bedeutung? Das geht nicht. Was ist mit den Tasten? Die gehen auch anscheinend. Ist die Frage, ob die zählen? Ja, die zählen, verdammt. Das macht das Ganze nicht leichter. Das wollte ich damit sagen. Das sind 5 Tasten mehr. Okay, gucken wir erstmal, welche Tasten gehen, welche nicht. Die geht. Die geht. Anderen, die beiden dann, die geht nicht. Die geht nicht. Die geht auch nicht. Die geht. Geht nicht. Geht. Geht. Wir zählen die mal am besten. Geht, also 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ah. 7. 7 Tasten. So, dann wollen wir uns nochmal das Rätsel an der Wand durchlesen? Hm. Oh, ich hasse solche Musikrätsel. Es ist im Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan. Er picht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Also auf jeden Fall eine weiße Taste. Pelikan, weiß und so. Eine weiße Taste. Dann kam eine stille Taube, flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Eine weiße Taste, aber weiter weg, oder? Ich denke mal, die Farbe der Vögel ist auf die Tasten bezogen, weil da ja auch Raben und Krähen und so sind und die haben schwarzes Fell. Federn. Federn, ja klar. Stimmt auf jeden Fall, ja. Und die sagen ja immer, wie weit das Ding ist. Also bezogen halt auf den Abstand der Tasten. Wollen wir das uns irgendwo mal vermerken? Ja. Ich mache mal eine Notiz auf Handy. Du machst eine Handy-Notiz. Es wäre natürlich cool, wenn du irgendwas zeichnen könntest, weißt du, damit wir sehen, welche Tasten wir haben und so. Habe ich Abstände leider nicht, tut mir leid. Ja. Dafür könntest du mir natürlich dein Tablet geben. Da können wir auch nicht zeichnen. Na gut, dann mache ich einfach nur Notizen. Damit wir nicht dauernd wieder zu dem Teil dahin rennen müssen. Gut, also, wir haben Pelikan. Kannst ja mal sagen, Pelikan. Okay, Pelikan. Pelikan. Dann haben wir eine Taube. Warte. Und die ist fliegt so weit, wie sie kann halt. Weiß, okay. Pelikan, weiß. Wetter, Taube, Taube auch weiß und... Flog halt weiter als er, so weit wie sie konnte. Das kann sein, dass es eine benachbarte Taste ist oder eine, die noch weiter weg ist. Ich glaube mal sogar eine benachbarte Taste. Weil ja, so eine Taube ist ja klein und so, die kann vielleicht gar nicht so weit fliegen wie er, wenn man da noch geht. Das könnte sein. Okay. Hast du. Ja. Ein Rabe, also eine schwarze Taste. Gut. Flog herbei, fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Also weiter als die Taube, ne? Hier steht aber höher fliegend als die Taube, ja. Höher fliegend heißt, dass es die direkt angrenzende schwarze Taste ist, so weißen. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach bloß eine höhere Taste, also die vom Ton her höher ist. Ist natürlich auch möglich. Aber die schwarzen Tasten sind doch höher, oder? Na, nicht unbedingt. Je nachdem, in welche Richtung du halt gehst. Na gut, danach können wir ja gucken, in welche Richtung wir gehen. Wir gehen von links nach rechts. Momentan, ja.
Ja. Wir können natürlich auch vielleicht links sind die tieferen gehen. Töne auf dem Klavier, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Wenn du das sagst. Wir hören es ja. Das kann ja sein. So Rabe schwarz, höher als Taube. So. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Schwan ist weiß, ne? Schwan ist weiß und es muss neben einem anderen Vogel liegen. Warte, verdammt. Wir bräuchten echt so ein Bild, was wir zeichnen können. Aber ich habe auch keinen Stift hier. Hm. Wir sind natürlich super vorbereitet. Außerdem ist es dunkel, also. Das macht es noch einfach. Okay, weiter. Okay, haben wir. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, also wieder schwarz, die schnell zum Stehen kommt. Erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Das heißt, wir haben noch eine Krähe und die kommt sehr schnell zum Stehen. Das heißt, es sollte eine Taste sein, die recht weit vorne ist, je nachdem in welchem Bereich wir uns bewegen. Links nach rechts, rechts nach links, keine Ahnung. Also schwarz. Also haben wir fünf Tasten. Warte. Zum Stehen kommt. Warte. Gesundheit. Kommt schnell zum Stehen, okay. Schnell zum Stehen. Okay. Gut. Also, das heißt dann, wir haben fünf Tasten, oder? Eins. Richtig. Zwei, drei, vier, fünf, ja. Davon sind drei weiß und zwei schwarz. Genau. So, das geht mir. Das Ding geht. Das geht wieder nicht. Das geht. Also wäre das dann das. Das. Jetzt kommt wieder eine weiße, oder? Okay. Jetzt kommt die schwarze, das wäre dann die. So. Dann kommt die. Nee. Schwan weiß neben anderen Vogel. Hier oben gehen ja auch noch Tasten. Ja, die. Und die. Also, ich denke mal die. Die. Jetzt kommt der schwarze Vogel nochmal, oder? Das war doch der schwarze. So, jetzt kommt erstmal der Schwan, weiß, neben einem anderen Vogel. Nee, dann macht es keinen Sinn, dass es da oben ist. Also wir haben Pelikan weiß. Hier könnte der hin. Ah, daneben gedrückt. Ja, da habe ich daneben gedrückt. Tut mir leid. Und dann der schwarze in der Mitte. Oder der schwarze. Vielleicht aber auch, warte, der erste. Drück mal die erste Taste. Die, dann die weiße. Ich glaube, das soll die schwarze sein. Ich gehe da nochmal von weg, damit er das vielleicht zurücksetzt, weißt du? Ja. So, aber eigentlich müsste das ja in der richtigen Reihenfolge dann einfach aktiviert werden. Die Taste, ja. Dann die nächste. Dann die obere schwarze. Die? Ja. Nee, nicht die. Die andere. Die da. Die rechts daneben. Die da? Ja. Okay, weil er höher fliegt, oder? Mhm. Schwarze? So, jetzt muss ja irgendwo eine weiße sein, ne? Hier ist die weiße, die noch geht. Oder? Die daneben geht noch. Die da? Ja, hier die ging noch. Ging die ganz außen? Die ging auch. Vielleicht ist es auch die. Dann wäre das ja die Kombination hier. Und jetzt eine schwarze? Ne, die in der Mitte davon geht. Die hier. Ja. Also. Den Kollegen, das, das, das. War es nicht. Ach, Klavierrätsel. Was eigentlich mit dem Blut? Das hat doch vielleicht auch noch eine Bedeutung, oder? Gar keine Bedeutung, wer weiß. Spiel mal die Taste. Hä? Dann die. Vielleicht wieder die Kombination. Nee, warte mal. Ich mach einfach. Wenn das Blut. Die. Jetzt. Die daneben geht ja nicht, ne? Die hier? Ne, die geht nicht, ne? Die geht. Jetzt die schwarze oben? Nicht die. Verdammt, ich sollte sagen, du musst fang nochmal von vorne an. Ja. Fang bitte nochmal von vorne an. Die? Jetzt einfach mal nach dem Blutmuster gehen, weißt du? Okay. Die? Die? Dann die daneben? Die hier? Genau. Dann die schwarze oben in der Mitte? Und dann die ganz unten rechts. Die Taste. War auch nichts. Negativ. Das ist die höchste Taste auf jeden Fall. Gehen wir nochmal durch. Wir haben den weißen am Anfang. Sollte auf jeden Fall der sein, oder?
Das sollte der sein. Also, du hast die Notizen. Was jetzt? Wir haben eine weiße Taste am Anfang. Ja klar, Pelikan weiß, dann also weiß, weiß, schwarz, weiß, schwarz. Sag nochmal die Vögel immer. Pelikan? Und was wir über die wussten. Weiß, mehr nicht. Dann Taube weiß, soweit wie konnte. Dann Rabe schwarz, höher als Taube. Dann Schwan weiß neben anderen Vogel. Hm. Und die Krähe schwarz kommt schnell zum Stehen. Die Höhe, war, der eine war ja höher als die Taube. Die Taube war das dritte, oder? Taube war das zweite. Zweite. Die Taube fliegt aber recht weit, vielleicht. Irgendwie so. Ich mach das jetzt mal random. Der schwarze am Ende war am weitesten, oder? Ja. Kommt schnell zum Stehen, hatten wir dann. Kommt schnell zum Stehen. Also, das sollte auf jeden Fall diese Taste sein. Das können wir schon mal so sagen, oder? Eigentlich schon. Dann haben wir noch unsere Starttaste, das sollte die sein. Jetzt ist vielleicht die Frage, ist auch die Starttaste die. Die da? Hier? Ja. Also die, dann die hier geht, glaube ich nicht. Dann hätten wir die, ich glaube die da. Ich glaube nicht. Welche weiße geht noch? Die hier würde noch gehen. Ja. Also wäre das dann, Moment, die da? Die da, die da, die da und ich glaube die. Nee, die daneben. Das war die daneben. Ah, die weiße und... Auch nicht. Negativ. Also hier steht ja der Schwan neben einem anderen Vogel. Das heißt, der Schwan kann gar nicht da hinten sein. Eigentlich nicht, ne? Das heißt, der Schwan könnte zum Beispiel hier sein. Vielleicht ist die Taube auch das letzte hinten. Die letzte Taste hinten. Weil soweit sie konnte. Dann machen wir mal den hier als Erste. Obwohl, dann ist ja da keiner. Richtig. Den als Erste. Genau. Den. Spielen den hier als Höchste. Genau. Dann den. Daneben. Nee, nicht die daneben. Die da. Was auch bringt nichts. Okay, wir können es auch mal. Obwohl, nee, das bringt auch gar nichts, den als Erste zu nehmen. Hm. Was ist denn hier mit dir? Da könnte ein schwarzer Vogel hin. Und da. Wir können das halt mal tauschen. Der. Bringt nichts. Nicht wirklich. Hm. Wir gehen nochmal zum Rätsel und machen uns weitere Notizen, oder? Und was sagst? Ja, hast du eine bessere Idee? Nicht wirklich. Okay, zuerst flog der gierige Pelikan. Vielleicht könnte der noch weiter hinten sein. Es ist ein gieriger Pelikan. Hm. Vielleicht gehen wir es auch in der falschen Richtung an. Sicher? Vielleicht von rechts nach links. Hm. Ich glaube, die Richtung passt schon. Sicher? Ich habe gesagt, ich glaube. Ich bin mir nicht... Es war in Japan entwickelt worden, das Spiel. Die machen doch gerne Sachen von rechts nach links. Aber hier geht es ja um die Musik. Nicht um Japan. Wie die das machen. Stimmt eigentlich. Theoretisch geht die Tonleiter in der Richtung, wie wir sie machen, nach oben. Tief nach oben. Und auch von links nach rechts, aber... Das... Lass uns mal weitere Notizen machen. Also wir haben hier den Pelikan, der nicht auf seine Belohnung ist. Also gierig schreibe ich einfach dazu. Gierig, genau. Die stille Taube haben wir dann auch noch. Flug weiter aber als der Pelikan. Das solltest du noch zuschreiben, dass die Taube fliegt weiter als der Pelikan. Ich habe gedacht, so weit wie sie konnte. Flug weiter als der Pelikan steht hier. Und auch so weit wie sie konnte. Und so weit wie sie konnte. Und so weiter als Pelikan. Als P-Punkt schreibe ich jetzt einfach. Okay. Ein Rabe fliegt dabei höher fliegend als die Taube. Einfach, um zu zeigen, dass er es kann. Gut, das haben wir ja schon. Ja. Schwang gerade daran, um eine friedliche Stelle zu finden. Gleich bei einem anderen. Das heißt, der Schwan könnte quasi überall neben einem Vogel sein. Aber er muss nicht zwangsweise ganz vorne sein. Vielleicht eine relativ leise Taste. Wegen friedlich. Hm.